mal her. Obstbau erstmal. Jetzt erstmal zum Obstbau. Wir haben hier. Wir kommen in meine Plantage. Wir züchten hier verschiedene Sorten Orangen. Aber weißt du, Orangen heilen dich weniger gut als Äpfel. Dessen sind für die Abenteuer wie dich nicht so geeignet, aber der Saft schmeckt trotzdem richtig lecker. Ja, okay. Sind die Bäume hier alle sinnlos? Bringen mir nichts. Das sind Orangen, ich will keine Orangen. Na? Da wir immer noch nichts haben. Wo oben war ja eigentlich jetzt nicht sonst was. Quatschen wir mal mit den Bewohnern, würde ich mal sagen. Wo haben wir angefangen? Hier haben wir an den Strand angefangen. Hier angefangen. So, ja. Und die Kraftanbahn kommen da auch nicht weiter. Das ist ein Blumen. Ich will meine Rüstung wieder. Was das sein soll, so ein bisschen der Sand so, aber das sieht merkwürdig aus. Es heißt, dass Sonnenblumen böse Geister abwehren, deshalb pflanzen wir sie immer in der Nähe von Türen und Fenstern an. Östlich des Dorfes befindet sich ein seltsamer Garten mit Vogelstatuen. Mein Opa hat immer gemeint, der hätte schon vor der Flut existiert. Bevor der Meerkönig zu dieser Insel kam und ich bin 104 Jahre alt. Also wenn du wissen willst, wie lange das her ist, auf jeden Fall fühlt sich der Boden unter zwei nebeneinander stehenden Statuen etwas hohl an. Die Frage ist, unter welchen der ganzen Statuen? Aber wenn er hohl sein soll, das klingt erstmal gut. Aber zwischen zwei nebeneinander liegenden. So viele Statuen nebeneinander. So, ernsthaft. Mein ganzer Rucksack voller Pflanzen, die ich gesammelt habe. Ich wollte sie runter zum Laden bringen und sie verkaufen. Da tauchen diese Kobolde auf und raubten mich aus, haben sich meinen Rucksack geschnappt und sind in Hügel abgedampft. Hallo, schön, eine Kunde zu sehen, aber es tut mir unheimlich leid. Die Fähre ist im Moment außer Betrieb. Weißt du, wann sie wieder verlegt? Achso, das kennen wir schon. Müssen wir den Dorfältesten. Oh. Siehst du verdächtig aus, mein Guter. Hallo, ich wollte erstmal Hallo sagen, habe ich aber zur Willkommen angefasst, wie dem auch sei. Möchtest du etwas kaufen? Bomben kaufen? Pfeile kaufen? Wir haben auch keinen Bogen zurzeit. Bombino, ha. Oh hey, das ist Waldmädchen. Danke, dass du mir das draußen geholfen hast. Wenn du Bomben brauchst, kannst du dir eine Theke kaufen. Ich dachte, du gibst mir ein paar Bomben dafür, dass ich dich gerettet habe. Bist du müde oder verletzt, hilfst nur ein ausgezehrtes Schläfchen. Übernachte hier und du wirst geheilt.
Über die Brücke nach Westen befindet sich eine hübsche Orangenplantage. Nördlich davon ist das Hexendickicht. Angeblich wurde es vor ewig langer Zeit von einer auf der Insel lebenden Hexe verflucht. Und es vor allen Dingen zu schützen. Guten Tag, ich hoffe, du wurdest draußen vor der Tür freundlich begrüßt. Eine Nacht kostet 30 Kronen. Möchtest du hier schlafen? Schlafen wir mal eine Nacht. Wir mussten hier schlafen. Kronen für Brot. Ist irgendwie traurig, dass es so viel gekostet hat. Ich würde ja sagen, wir räumen hier weiter ab, aber das lohnt sich halt. Ging's doch auch. Natürlich ist da nichts. So hier, so der Gang. Wollte ich nicht. Und hier sollen dann zwischen zwei Statuen. Wie viele Statuen soll ich da verschieben? Erstmal. Also wir finden hier befindet sich ein Garten mit Statuen. Wenn du diese schiebst oder ziehst, kannst du die Zeit bewegen oder solltest du deinen Körper auf statuarische Weise stärken wollen, habe ich das Wort statuarisch richtig benutzt. Ich fürchte nicht, aber trotzdem danke für den Hinweis. Allein statuarisch. Ja, wissen wir das noch. Okay. Guten Tag, möchtest du eine Tasse Kaffee? Sie heilt 3 Herzen und läuft schneller und du weißt schon, Koffein. Aber du musst sie gleich hier trinken. Kaffee auf der Straße ist gesetzlich verboten. Willst du eine Kaffee? Nein, kein Kaffee trinken. Hast du schon gehört, dass die Fähre stillsteht? Wir sind hier alle auf der Insel gefangen. Im Nordosten der Insel haben die Piraten eine Festung gebaut. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Ich habe gehört, sie strecken sogar mit diesen Schwarzbart unter einer Decke. Schwarzbart unter einer Decke, oh Gott. Das ist ja nur der Bürgermeister, okay. Also die Statuen. Statarisch, guck immer. Zwischen zwei Statuen. Ich dachte, ich muss die hier irgendwie in eine gewisse Position schieben. Also wir räumen jetzt auf. Die werden hier alle in eine Reihe geschoben.
einfach, weil es geht. So. Zwei. Blödes Vieh. Und weg mit der hässlichen Stadt. Wir räumen hier auf. Oh. Also wenn, dann machen wir das hier auch richtig. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Die lässt sich nur mittig schieben, das ist doof. Die auch. Das ist miserabel. Ich soll ja irgendwo mal ernsthaft. Oh. Noch irgendwo ein Loch. Das Loch haben wir schon mal gefunden. Also wir haben die besonders gut aufgeräumt, habe ich das Gefühl. Und die Statue. Oh, wow. Du hast einen Bumerang gefunden, so weißt du, wie man ihn wirft, damit er zurückkommt. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Jetzt kriegen wir das, was wir hatten, wieder zurück. Oder wie? Mit den Der Bumerang ist so schön, dass er da ist, aber
weiß nicht. Wir haben zumindest unseren Bumerang wieder. Wo ich überhaupt nicht drüber froh sein kann. Ich habe den halt nie benutzt. Weil wir haben Bomben. Hier ist immer noch die Kiste. Durch die Bomben können wir jetzt hier hin. Mach mal frei hier. Ich muss hier durch. So. Und ich will meine Kiste. 50 Kronen. Das war irgendwie nicht so geplant. So, ich muss hier mal durch. Danke. Hier liegt ein unvollständiger Bericht an dem Piratenschwarzbart. Die Ruinen fanden wir mehrere Relikte, die irgendwas mit dem Meerkönig zu tun haben. Ich sende dir diese zurück, da sie Hinweise auf den verlorenen Palast des Meerkönigs bieten können. Außerdem haben wir eine Art Geist aufgestört. Wir würden jegliche Hilfe zu schätzen wissen. Herzliche Grüße, Kapitän Allardes. Allardes also. Also. Hier sollten wir dann eine Bombe platzieren wahrscheinlich. Und dann hochrennen. Aber ich keine Ahnung, ob wir das jetzt unbedingt müssen. Aber fürs Rauskommen auf jeden Fall. Ich mache das nicht, wie man es eigentlich soll. Habe ich das nicht. Kenne ich doch schon. Du hast einen Bogen mit Ebenholz gefunden. Rüste ihn aus dem Falle abzufallen. Ach ja. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, aber okay. Wir haben unseren Bogen jetzt wieder, also alles gut. Und wir haben Bogen wieder, wir haben Bomben wieder. Ja. Gesehen, wir haben Ersatzwerkzeuge wieder. Ersatz. Nicht mal das eigene Schwert haben wir wieder. Wir haben Ersatz. Das
eigenes Zeug liegt irgendwo begraben. Ja, wer weiß, wo wir jetzt am besten hingehen sollen. Ich weiß es noch nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Machen wir denn als nächstes? Machen wir schon mal oben und ob wir da weiterkommen, würde ich mal sagen.